bin ich nochmal, nicht wundern, ich habe wieder dasselbe an, weil, ja, ich habe eben am selben Tag 2 Videos gedreht. So, ich habe jetzt da ein bisschen Lust drauf, noch ein Video zu drehen, deswegen mache ich jetzt noch den Haul, den ich für euch habe. Und dann so, zuerst, ich habe mir die meisten Sachen wieder so Pflegeprodukte gekauft fürs Haar und so weiter. Und ja, also das erste, was ich geholt habe, als ich im DM, das habe ich alles so in der letzten Woche geholt. Gestern war ich auf jeden Fall im DM und da habe ich mir diese Balea, dieses Balea für Kids Shampoo und Dusche in einem geholt. Riecht wirklich sehr gut. Und ja, da ist ja immer so, da gab es jetzt 2 verschiedene und ich finde halt, das hat besser gerochen. Oder besser gesagt, mein Sohn, ich habe ihn nämlich riechen lassen. Ja. Und ja, finde ich sehr empfehlenswert. Finde ich sehr gut, das Produkt, und kaufe ich auch immer wieder nach. Könnt ihr euch ja mal anschauen, kostet so 65 Cent. Ein Shampoo und ein Duschgel, also von Balea wieder. Und zwar einmal mit, ich habe es eben geholt wegen der Kirsche. So, einmal dieses totes Meersalzdusche, eben mit Kirschduft, mit dem Duft von fruchtig roten Früchten. Okay, auf jeden Fall sind Kirschen drauf und es riecht auch sehr nach, ja, wirklich nach roten Früchten. Also ich finde, das riecht sehr gut und ja, die Farbe hat mich halt wieder mal angesprochen. Muss ich einfach zugreifen. Und passend dazu habe ich mir dann aber erst gestern, weil das habe ich schon länger, man sieht es ja, die Hälfte ist schon draußen, also finde ich auch sehr gut vom Auftrag und von Haltbarkeit des Duftes. Man riecht schon eine Weile noch danach, finde ich gut. Und passend dazu eben das Volumen-Shampoo. Ich weiß gar nicht, ob das zusammengehört, jetzt die beiden, aber ja, es ist halt auch Kirsche und Jasmin. Dünnes und feines Haar, Lift-Up-Effekt. Also ich finde, es riecht so richtig lecker. Ohne Silikon. Ich dachte, das wäre eine Limited Edition. Aber da bin ich ja froh, dann kann ich mir das öfter nachkaufen, weil das finde ich auch sehr gut. Habe es gestern auch benutzt und ja, finde es wirklich sehr super. Dann habe ich mir geholt eine Seidenglanzspülung von Balea noch mit Feige und Perle. Was auch immer das bedeuten soll, es riecht nämlich wie Kokos. Also wenn ihr keinen Kokos mögt, würde ich euch die jetzt nicht empfehlen. Huch, jetzt ist hier schon was rausgekommen. Habe ich noch nicht benutzt, musste ich gucken und riecht auf jeden Fall sehr gut. Und ich denke, heute werde ich die mal austesten. Auch nochmal was für die Haare. Das habe ich jetzt allerdings nicht im DM geholt. Ich habe auch gestern geguckt, ob es da gibt, habe es aber nicht gefunden. Also, das habe ich bei McGuides geholt. Und zwar ist es, da gibt es ja auch manchmal so Haarprodukte und sowas. Und das ist halt von Schauma, die, das ist dieser, wie heißt das, Farbschutz-Sprühpflege ohne Ausspülen. Also sozusagen eine Spülung fürs Haar ohne auszuspülen. Und ja, das kommt halt in so einem Pumpspender her. Finde ich sehr gut. Riecht auch wirklich sehr lecker. Und ich habe es jetzt 2-3 Mal benutzt. Muss noch schauen, wie es ist, weil ich habe ja meine Haare frisch gefärbt. Habe ich ja gesagt, dass ich die jetzt schwarz färben werde. Und ja, ihr könnt mir mal sagen, was ihr besser findet. Ob das jetzt mit den schwarzen Haaren besser aussieht oder wie ich es davor hatte. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Würde mich mal interessieren. Ja, auf jeden Fall finde ich das bis jetzt ganz gut. Und dachte mir halt, weil ich meine Haare gefärbt habe, nehme ich halt mal so ein Color-Glanz-Zeugs. Nehme ich es halt einfach mal mit. War 2 Euro, fand ich in Ordnung. Dann habe ich mir geholt aus der LE, die gerade vom P2 da ist. Let's also Rock? Ja, ich glaube, es ist Let's Rock LE. Und zwar, einmal habe ich mir geholt dieses antibakterielle Handwaschzeug, so gelmäßig. Und ja, es kühlt sehr schön eure Hand und macht die halt sauber. Kennt ihr ja bestimmt alle Leute. Ja, für 2 Euro. Und ich dachte mir, warum nicht? Riecht. Ja. Ich weiß nicht. Riecht nicht so super, also wie eine Mischung aus Zitrone und diesem Klostein oder sowas. Aber mehr nach Zitrone, also keine Angst. Ich finde es ganz in Ordnung und ja, für 2 Euro, warum nicht?
Dann habe ich mir noch was geholt aus der LE und zwar wollte ich letzte Mal, als ich da war, den schon haben. Und zwar ist es ein Nagellack. Das ist dieser graue mit diesem wunderschönen Schimmer. Also ich fand den so toll. Es gab noch einen türkisen und einen roten, soweit ich weiß. Ach nee, einen Mint. Ja, aber der hat mir am besten gefallen und deswegen habe ich mir den auch geschnappt. Und meiner Freundin habe ich auch einen geholt, weil sie hatte Geburtstag. Habe ich ihr auch einen geschenkt. Ja, den habe ich auch gerade drauf. Es ist zwar ein bisschen schon ab. Ich habe es gestern, nee, vorgestern Abend habe ich ihn rauf gemacht. Also hat er jetzt nicht so lange gehalten. Aber ich habe auch keinen Überlack. Ich finde ihn ganz schön und ja, mein Freund findet ihn hässlich, aber ist mir egal. Dann habe ich mir noch geholt so ein ganz kleines Nagellack. So einen kleinen Nagellackentferner. Seht ihr, der ist klein. Also halb so groß wie meine Hand. Und ja, hier steht es drauf. Nagellackentferner, acetonfrei, Kokosduft. Ideal bei empfindlichen Nägeln. Also den Kokosduft. So, Moment. Boah, ganz schlimm. Also wenn man jetzt so dran riecht, dann riecht es natürlich ganz normal wie Nagellackentferner. Also einfach nur eklig und ganz schön stark. Vorgestern, also, aber als ich ihn hier frisch lackiert hatte, habe ich ihn benutzt. Und ich muss sagen, der war richtig schön, weil ja, nachdem ich es mit einem Wattepad abgewaschen habe und dann nochmal dran gerochen habe, hat meine ganze Hand nach Kokosnuss gerochen. Also es stimmt. Riecht wirklich nach Kokosnuss, allerdings erst fast, fast so teuer wie ein großer. 45 Cent, glaube ich, so im Dreh, aber ich wollte halt einen für unterwegs, weil ja, ich war schon oft jetzt bei meiner Freundin oder irgendwo anders, wollte dann meine Nägel ablackieren, weil die halb abgeblättert waren oder so und dann hatten die keinen Nagellackentferner, deswegen habe ich den gesehen. Da weiß ich nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Habe ich den Clean and Care ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner von Rival de Loup. Den habe ich mir jetzt das erste Mal geholt, weil sonst habe ich immer die von Essence benutzt. Und ja, bis jetzt finde ich ihn sehr gut und ich denke mal, ich werde ihn mir auch nachkaufen. Ich habe den jetzt 3-4 Mal benutzt und ja, finde ich gut. Gibt es bei Rossmann. Und dann habe ich mir noch zwei diese Stay Matte Lip Creams von Essence geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich euch die eine Farbe schon gezeigt habe. Das ist die 01 Velvet Rose. Und finde ich sehr schön. Es ist nur ein bisschen schwer bei meinen Lippen, weil die immer so rissig sind und sowas. Da kann ich die rutschen eben sehr da rein. Also man sieht die sehr, dann setzt sich einfach ab. Allerdings nur bei der Farbe und bei dem Nude. Den Nude-Ton habe ich ja auch. Das ist übrigens der 02 Smoothberry. Und ja, der ist halt eben so pink. Also richtig, ja, dunkelpink einfach könnte man es nennen. Und der knallt richtig schön. Also ich finde ihn super schön. Und die Lippenstifte, die werden halt, wie der Name auch schon verrät, matt. Ja, das ist er. Und den finde ich so richtig schick. Kann ihn aber aufmachen, wenn ihr möchtet. Wenn ich unbedingt wollte, viel Spaß. Also. Der gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ja, und das war's wieder mit meinem Haul, meine Lieben. Ich hoffe, ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.